Ich treffe mich heute mit dem Sänger der Erfolgsrockband Umf, die im Jahr 2004 die Charts mit ihrem Hit Augen auf gestürmt haben. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Aus der dunklen Musikszene, aus den düsteren Gefilden. Aber die Band war keineswegs ein One-Hit-Wonder. Einige weitere Hits folgten und Sänger Dero genoss einerseits den Kick, der mit dem Ruhm einherging, aber auf der anderen Seite riss es ein tiefes Loch in seine Seele. Da war ein Loch in mir. Nicht immer ist alles glatt gelaufen in seinem Leben und er gab Gott die Schuld dafür. Und daraus machte er auch in seinen Songtexten kein Geheimnis. Gott ist ein Bastard und die Show geht los. Also richtig ein Loch und ein Knäuel an ganz miesen Gefühlen, kann man sagen. Geheiligt werde die Lüge. Doch irgendwann kam der Punkt, wo er nicht mehr weiter wusste. Und das war der Moment, wo er zu Gott gebetet hat und Gott hat sich ihm offenbart. Ich habe angefangen zu beten, ganz klar, in meiner Verzweiflung. Heute hat er sich die Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen, wie er von der Dunkelheit zurück ins Licht gefunden hat, mit der Hilfe von Jesus Christus. Und wir sprechen auch darüber, was seine Familie und seine Bandkollegen zu diesem radikalen Wandel sagen. Ja, als Kind habe ich tatsächlich auch so die ein oder andere CD damals noch von Umf gekauft. Habe es auch gerne gehört, mir hat die Musik gefallen. Also es war jetzt nicht meine primäre Musikrichtung, aber das ein oder andere Lied hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals mir sogar extra einen Discman, für diejenigen, die noch wissen, was das ist, gekauft habe. Und bin mit meinem Discman, mit Tasche, mit CDs dabei, unter anderem eine CD von Umf, ja, auf meinem Fahrrad unterwegs gewesen. Heute, ein paar Jahre später, sehe ich das, ja, vor allem die Liedtexte natürlich ein bisschen anders als damals und merke, dass gerade bei Songs wie Gott ist ein Popstar, ja, der Geist Gottes in mir damit nicht einverstanden ist. Und deshalb dachte ich mir, bevor wir anfangen damit, wie Dero schlussendlich ja zu Jesus gefunden hat, frage ich ihn mal, wie er heute ja zu solchen Liedern im Allgemeinen steht. Ja, dazu muss ich natürlich ein bisschen länger ausholen, ein bisschen weiter ausholen. Ja. Ich bin katholisch sozialisiert worden, bin 10 Jahre auf eine katholische Schule sogar gegangen. Mein Vater war katholisch und deswegen wusste ich auch schon früh, wer Jesus Christus ist und kannte die Bibel. In der Schule wurde es durchgenommen, regelmäßig auch in den Gottesdienst gegangen damals. Mhm. Ich hatte als Kind de facto eine Beziehung auch zu Jesus, zu Gott. Mhm. Aber ich habe dann schnell, als meine Familie auseinanderbrach, meine Eltern sich haben scheiden lassen, wo auch viel Gewalt und Missbrauch auf diversen Ebenen in der Familie vorhanden war, viel Alkohol und andere Süchte auch noch. Da habe ich all meinen Frust, den ich als Kind und Jugendlicher hatte und auch das Trauma, was ich in mir hatte, davongetragen hatte, habe ich projiziert auf Jesus, auf Gott, habe gesagt, okay, dann scheint es sich ja nicht zu geben, wenn ich dir so egal bin oder wenn die Familie, ne, weil ich habe damals, denke ich mal, auch schon dafür gebetet, dass meine Familie wieder heil wird oder wieder zusammenwächst oder dass aufhört, dieser Terror. Aber es sollte nicht sein, warum auch immer. Aber ich habe damals projiziert, habe gesagt, okay, dann gibt es jetzt Gott für mich nicht mehr. Und habe ihn dann sogar auch, oder zumindest die Institution Kirche und die Religion in meinen Texten kritisch hinterfragt. Ich sehe das auch heute noch so, dass Institution Kirche, sprich die großen Amtskirchen und auch organisierte Religion, menschgemacht ist und dementsprechend auch mit Vorsicht zu genießen ist, sehr manipulativ und so weiter und so fort. Aber das zog sich durch meine Texte hindurch immer mal wieder Religionskritik. Und Kirchenkritik. Es gab ja auch viel zu kritisieren. Missbrauchsskandale und so weiter, Korruptionsskandale, Geldwäsche im Vatikan und so weiter. Waffenhandel, Drogenhandel, was da alles passiert ist in der Vatikanbank. Mhm. Das darf man ja gar keinem erzählen. Angriffspunkte gab es sozusagen genügend und genügend Input für mich zu kritisieren. Ja. Aber ich hatte in mir immer noch dieses Trauma und dass ich das projiziert hatte. War das dann aber auch so eine, also nicht nur eine Kritik an dem, was die Menschen, was die Kirchen tun, sondern war das auch so ein bisschen, weil du dich als Kind vielleicht auch so ein bisschen
alleingelassen gefühlt hast, dass das schon auch so eine Art Provokation war, Gott direkt gegenüber? Würde ich schon sagen, aus heutiger Sicht, ja, dass es auch so war. Jemand, der wirklich atheistisch ist, der spricht Gott nicht an, ja, würde ich sagen. Ne? Also ich war nie Atheist. Selbst in der Phase, wo ich Jesus noch nicht hatte, würde ich sagen, ich war Agnostiker. Mhm. Ich war Suchender, ich habe überall mal reingeschnuppert in Buddhismus und mal da, hab mir den Koran mal angeguckt, um einfach auch mal zu wissen, worum es da geht. Ne? Interesse halber und so weiter und so fort, den Hinduismus, auch die Esoterik immer mal angeguckt und nee, irgendwie. Ich blieb kritisch und wie du schon sagst, die Projektion meiner eigenen Emotionen, meiner Wut, meiner Trauer, meiner Schuld, Scham, alles, was damit zusammenhing, auch Ängste, habe ich projiziert, oft auch auf Gott. Und dann habe ich mich natürlich auch durch das Trauma vereinnahmen lassen von der dunklen Seite, so würde ich es heute sagen. Die dunkle Seite, die dunkle Energie, wenn man schon mal energetisch spricht, benutzt die böse Seite, benutzt Trauma, um Türen zu öffnen bei den Menschen. Deswegen gibt es auch so viele Kriege, so viel Vergewaltigung, Missbrauch, Kindesmissbrauch, Pädophilie, Porno. Das öffnet alles Türen, damit die dunkle Energie eintreten kann. Und so würde ich das heute im Nachhinein auch bei mir selbst interpretieren, dass das so war. Ich war mir darüber nicht bewusst, aber ich habe gespürt, da belastet mich was. Das ist wie so ein seelischer Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Ich habe Psychotherapien gemacht, habe Medikamente genommen, aber nichts konnte, also ich habe mich besser kennengelernt selber und konnte mich besser analysieren, aber nichts konnte das Trauma heilen. Und, das heißt, trotzdem, dass du ja so erfolgreich warst und trotzdem, dass du im Grunde das Leben geführt hast, von dem sehr viele Menschen träumen, würdest du sagen, es hat das gewisse Etwas immer gefehlt? Absolut. Also du hast es schon wahrgenommen, als ja, dir fehlt was. Da war ein Loch in mir. Also da war richtig ein Loch und ein Knäuel an ganz miesen Gefühlen, kann man sagen. Da hat eindeutig was gefehlt. Das, ich sag mal rückblickend, das, was mir meine Eltern nicht geben konnten, ich würde das gar nicht als Vorwurf sehen. Du stehst vor 50.000 Leuten auf einem Wacken-Konzert oder auf dem Rock am Ring oder wie auch immer. Und es ist schon so eine Art Rausch. Aber das Loch wird eigentlich nur größer. Es ist ein bisschen merkwürdig dann gewesen. Da habe ich gesagt, warum eigentlich? Du wirst eigentlich nicht glücklicher dadurch. Es zieht noch mehr Energie eigentlich raus. Ne? Also es wird alles oberflächlicher und du verlierst das, was du eigentlich willst. Deine Seele, manche nennen es auch das innere Kind. So diese Zerbrechlichkeit, die man eigentlich hat und haben muss, um überhaupt noch einen Draht zu Gott aufbauen zu können. Das ging immer mehr verloren. Das hat mir Angst gemacht. Das heißt, trotz diesem Riesenerfolg, den Dero mit der Band Umf hatte, trotzdem, dass er ja das Leben geführt hat, das sich so viele Menschen da draußen wünschen würden zu leben, hat er einen gewissen Unfrieden und hat eine Leere in sich gespürt. Und das hat mich an etwas erinnert, das Jesus gesagt hat, das würde ich euch gerne vorlesen. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Echter, wahrer Friede, das ist etwas, das wir hier auf dieser Welt nicht finden können. Wahren Frieden können wir bekommen von Gott selbst, vom Geist Gottes und finden ihn nicht in dieser Welt. Ja, und dann erzählte Dero mir, wie es schlussendlich dazu kam, dass er ja, sich mit mir hingesetzt hat, um dieses Interview zu führen, wie er schlussendlich zu Jesus gefunden hat. Ja, also das hat sich länger angebahnt. Ich hatte privat ein paar einschneidende Erlebnisse. Mein Sohn, der Kleine, ist mit 3 Jahren an Krebs erkrankt. Und ja, da war ich letztlich auch in einem Zustand, wo ich sagen kann, der schon nah am Verzweifeln dran ist. Und du stellst dir große Sinnfragen und du fühlst dich hilflos. Und ich habe angefangen zu beten, ganz klar, in meiner Verzweiflung. Und mir war auch klar, dass ich nicht zu Buddha bete oder zu Allah. Oder mir war klar, ich bete jetzt zu Jesus Christus. Nur das fühlt sich richtig an. Da hatte ich sofort das Gefühl, hier ist ein lebendiger, wahrhaftiger Gott da. Und hattest du dann so ein bisschen, sag mal, schlechtes Gewissen, dass du ja zu ihm kommst, obwohl du ihn da ja die Jahre vorher quasi bewusst provoziert hast vor der Welt? Ja, ich hatte schon so Gedankengänge wie, ja Gott, ich weiß, ich bin der Letzte, der hier eigentlich irgendwelche Fragen stellen sollte oder bitten, aber
Und dann so fing das dann an und dann habe ich aber trotzdem täglich mit Jesus gesprochen sozusagen oder ja ihm auch meine Not mitgeteilt und habe eigentlich sofort Rückmeldung bekommen, also in so einem inneren Frieden. Und das war für mich schon mal eine sehr große und überwältigende Bestätigung, dass Jesus lebt. Das ist auch genau der Punkt, dass die Gnade so groß ist, egal was du getan hast, egal wie sehr du auch selbst gegen ihn vorgegangen bist, in welcher Art auch immer, die Gnade ist größer. Genau. Ich muss es nochmal ganz deutlich sagen, ich war nie Satanist. Mhm. Auf gar keinen Fall. Nur für Leute auch. Ich denke, viele Leute, die unsere Musik vielleicht auch nur oberflächlich kennen, die vielleicht sagen, ja, das ist aber irgendwie komische Satanistenmusik. Nee, überhaupt nicht. Kenne ich viele, die so denken. Genau. Natürlich gibt es auch satanistische Musik, gar keine Frage. Die erkennt man auch relativ schnell, finde ich. Aber das war bei uns nie der Fall. Ganz im Gegenteil, ich fand eigentlich Satanisten immer schon ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so Kasperle-Theater-mäßig. Heute würde ich sagen, man muss das mit Vorsicht genießen. Aber das ist auch, finde ich, ein großer Auftrag, eine große Chance, die man hat. Gerade in diesen Szenen, wo so viele beladene, zerstörte Seelen sind, die so viel Missbrauch erfahren haben. Ihnen zu sagen, dass Jesus genau diese Menschen anspricht. Ja. Bringt die mühseligen und beladenen zu mir. Nicht denen, die in tolle Familien hineingeboren wurden und denen es gut geht und so weiter und die in Wohlstand und Reichtum leben. Da spricht Jesus nicht von. Er möchte die mühseligen und Beladenen haben. Jesus spricht genau die, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die mit dem gebrochenen Herzen eigentlich am intensivsten an. Weil er da seine Stärke zeigen kann. Genau. Gab es dann einen Schlüsselmoment, wo du sagst, das war der Moment, wo es, ich sag mal, den Stein ins Rollen gebracht hat? Dann gab es noch ein zweites, nach diesem Erlebnis mit meinem Sohn, das gut ausgegangen ist. Ne, er musste zwar, er hat ein Auge verloren dann, aber das sieht man kaum jetzt. Hat sich damit auch gut arrangiert. Dann kam die Sache mit meinem Vater noch, der sich letztlich totgetrunken hat, dem ich die letzten 3 Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft hatte, weil wir haben ihn dann zu uns geholt und das nochmal hautnah mitzuerleben, wenn sich jemand wirklich tot trinkt, was echt ein ganz übler, schlimmer, langwieriger, qualvoller Tod ist, das war auch nochmal einschneidend. Dann habe ich selber schon eine Selbsthilfegruppe besucht gehabt für Menschen, die in suchtkranken Familien aufgewachsen sind, die auch christlich geprägt war. Und wie ich gesehen habe, wie da der Heilige Geist auch in den Menschen gewirkt hat, die auch teilweise schlimme Erfahrungen mit Sucht, Drogen und Gewalt gemacht haben. Wie Jesus Christus und der Heilige Geist es schaffen, Menschen komplett umzudrehen zum Positiven hin, wenn sie es zulassen. Der freie Wille ist ja mal ganz wichtig bei Jesus. Er drängt sich keinem auf. Genau. Er zwingt keinen in den Himmel, er zwingt keinen zu sich, obwohl er die ganze Zeit mit offenen Armen dasteht. Ja. Das ist eine Gnade, finde ich, weil wir werden jetzt zunehmend sehen, was der Widersacher, sprich Satan, sein Gegner, der wird jetzt zunehmend beweisen, was es bedeutet, wenn man total versklavt ist. Ja. Das ist nämlich das genaue Gegenteil von Jesus. Jesus befreit und das Dunkle, das Böse versklavt. In unserem Gespräch habe ich gemerkt, dass er sehr viel Wert auf das Wort Gottes legt und ja, dass er das Wort Gottes sehr hoch priorisiert hat in seinem Leben, in seinem Alltag auch. Und dann hat sich mir natürlich die Frage gestellt, wie haben seine Bandkollegen oder seine Familie darauf reagiert, dass er ja so einen innerlichen Wandel hat? Wie hat deine Familie reagiert? Auch erstmal sehr befremdlich. Sie kennt mich ja auch anders. Ich war zwar schon immer ein suchender Mensch, wie gesagt, ein Agnostiker, auch der viele Fragen gestellt hat, viele psychologische Bücher auch gelesen hat, viele philosophische Bücher und Lehren sich verinnerlicht hat. Aber keine konnte mich so recht zufriedenstellen oder ich habe dann nicht gespürt, dass da irgendeine Wahrheit dahinter steckt. Immer nur noch ein größeres Fragezeichen, noch ein größeres, noch ein größeres. Ich habe mir gedacht, kommt doch mal irgendwann so eine Stelle, wo ich sage, ja, das ist es. Und 50 Jahre lang letztlich war es nicht so. Oder beziehungsweise ich war ja, sagen wir mal, bis in meinem 10., 12. Lebensjahr war ich schon gläubig an Jesus Christus. Aber dann halt so knappe 40 Jahre war es halt nicht mehr so. Wie haben deine Bandkollegen, deine Band reagiert? Also ich glaube, es ist sehr befremdlich für sie, mich so zu sehen, mich so zu hören, mich so zu erleben letztlich. Und ich weiß es nicht, für jemanden, der nicht im Glauben ist und der das dann so hört, dass jemand auch ein wiedergeborener Christ ist und an die
Wahrheit der Bibel glaubt. Ich glaube, für Menschen, die nicht im Glauben sind, wirken wir befremdlich und ein bisschen verrückt auch. Ja. Und es ist ja auch so, das spricht ja auch die Bibel selbst so aus, beziehungsweise Jesus sagt es uns in der Bibel, die Welt wird uns hassen, wenn wir uns zu Jesus bekennen, weil die Welt dominiert wird von der Gegenseite. Ja. Das heißt, wer Jesus in sich noch nicht hat, der wird erstmal, ah, was ist denn das? Ist ja lächerlich, komisch, ekelhaft. Wie sind die denn drauf? Verstrahlte oder so. Wir sind einen Schritt aus dieser dunklen Matrix herausgetreten und gucken uns die von außen an und wissen jetzt, wie wir manipuliert worden sind. Ja. Und die, die noch selber drinstecken, denken, wir sind komisch. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es trotzdem tragisch. Ja. Also ich sag sogar immer, man muss eigentlich irgendwo ein bisschen verrückt sein, weil man muss bereit sein, an das, was einem der Verstand sagt, nicht mehr festzuhalten. Und das ist menschlich gesehen verrückt. Kognitive Dissonanz. Ja. Das heißt, es gibt so eine Schwelle, wo man sich denkt, da gründet sich jetzt mein ganzes Weltbild herauf. Alles, was ich gelernt habe, auch was mir die Schule falsch beigebracht hat, ja, muss man ganz klar so sagen. Das würde ja ins Wanken kommen, wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, wenn man für sich sehen würde, das passt hinten und vorne nicht. Ich bekomme ja eigentlich die ganze Zeit ein X für ein U vorgemacht. Und davor haben viele Menschen Angst, das verstehe ich sogar. Kognitive Dissonanz, die Schwelle zu übertreten, ich werde hier nach Strich und Faden verarscht. Du fühlst dich erstmal unsicher, dein Nest fackelt ab. So, oh, mein Nest, auf das ich mein ganzes Leben gegründet habe, ist weg. Ja. So. Und das ist auch dieses Verrücktsein, bedeutet auch, man rückt. Ich meine, es gibt natürlich, ich habe mal eine Zeit lang Psychologie studiert, es gibt wirklich verrückte Menschen in dem Sinne, die nicht mehr Herr oder Dame ihrer Lage sind, die auch ihr Leben nicht mehr gebacken bekommen, Psychosen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Qualität, das ist eine ganz andere Form von Verrücktheit. Wenn man bewusst sich selbst aus dieser Matrix herausrückt, das ist ja ein bewusster Akt, oder sich herausrücken lässt von Jesus, das ist eine andere Verrücktheit, ja, eine bewusste Verrücktheit aus der Masse heraus, ja, als nochmal diese wirklich auch tragischen Fälle von psychischen Störungen, die es ja natürlich auch gibt. Man hört ja öfter von Celebrities, Stars, was auch immer, also bekannten Menschen, dass sie zu Jesus finden. Nur wenn man dann so auf deren Leben schaut, stellt man irgendwie nicht wirklich eine Veränderung fest. Man kann die Frucht in dem Leben, in dem jeweiligen Leben, die der Geist Gottes hervorbringen möchte, nicht erkennen. Und es hat mich natürlich dann auch bei Dero interessiert und ob er Lieder wie Gott ist ein Popstar heute noch singen würde und wie es allgemein mit der Band Umf weitergehen wird jetzt. Das ist eine ganz gute Frage. Ich muss sowieso erstmal abwarten, wie sich die ganze Pandemielage entwickelt. Als Musiker sind wir jetzt sowieso fast ein Jahr lang schon nicht in der Lage, unseren Beruf auszuüben anständig, ob man geimpft werden muss oder nicht und wie auch immer. Das ist ja an so viele Fragezeichen noch geknüpft. Das ist erstmal der erste Schritt. Wie entwickelt sich die Lage für den Musiker überhaupt? Ich kann mir viele Texte aus meiner heutigen wiedergeborenen Situation nicht vorstellen zu singen, muss ich ganz klar sagen. Ich verstehe sowieso nicht, ganz ehrlich gesagt, wie es 1, 2, 3 auch gute, große Beispiele gibt von angeblichen wiedergeborenen Christen im Musikbusiness. Der Gitarrist und der Bassist von Korn fallen mir ein und Alice Cooper angeblich auch und so. Wie kann man das machen und dann trotzdem noch weitermachen wie vorher? Das ist, man steht eigentlich dann trotzdem noch mit einem Bein völlig in der Welt. Und das widerspricht sich ein bisschen. Ich will da keinen Stab drüber brechen, aber ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, wie man das kann. Weil wie man sagen kann, ich bin wiedergeborener Christ und singe trotzdem noch meine alten okkulten Lieder, passt für mich nicht ganz zusammen. Sagt auch die Bibel, du kannst nicht zwei Herren dienen. Genau, das fühlt sich für mich auch falsch an im Moment. Aber wie gesagt, erstmal abwarten, wie sich die Pandemielage so entwickelt. Ja. Abwarten und ins Gebet gehen. Bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei Dero bedanken. Einerseits, weil es wirklich ein sehr spontanes Interview war, dass er so kurzfristig die Zeit gefunden hat hier, für mich aber schlussendlich für euch. Und auf der anderen Seite möchte ich mich bei der Freien Christengemeinde in Ilsede bedanken, die mehr als kurzfristig uns ihre tollen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, damit wir dieses Interview überhaupt drehen konnten.
Und jetzt möchte ich vor allem noch die Menschen ansprechen, die vielleicht noch nie hier auf meinem Kanal waren, die sich vielleicht mit Dero identifizieren können, dahingehend, dass sie sagen, ich habe auch so ein Loch in meinem Leben. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich kann das verstehen, ich weiß, wovon der Dero hier spricht, ich fühle genauso, mir fehlt etwas in meinem Leben, meine Seele fühlt sich leer an, ich habe keinen Frieden in mir. Und wenn du so jemand bist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, bleib noch dran, weil jetzt kommt noch etwas von Dero an, genauso Menschen wie dich. Das Schicksal der Welt steht fest. Ja. Es geht um dich und um deine Seele. Und für die bist du zuständig und für die kannst du ganz viel ausrichten, wenn du dich zum Beispiel für Jesus Christus öffnest und ihn fragst, ob er dir den Weg zeigen möchte. Weil er hat natürlich Myriaden an Optionen für dich vorgesehen, als er dich ins Leben rufen wollte. Auch dich Atheisten oder dich Agnostiker, dich Muslim, dich Hindu, dich Buddhisten, wie auch immer. Ja. Gott hat einen goldenen Weg für dich vorgesehen, den zwingt er dir aber nicht auf. Wenn du ihn aber danach fragst, ob er dich auf diesen Weg führt, dann macht er es eigentlich auch. Zeigt in dir. Ja. Ja. Deswegen kann ich nur jedem raten, auf den Weg sich zu machen. Und die Klischees und die Vorurteile, die man gegenüber Christen oder dem Christentum hat, mal zu gucken, woher kommen die? Ist das jetzt die römisch-katholische Kirche? Ja, aber die ist ja eigentlich, hat ja nichts mit Jesus zu tun, die ist ja nicht mal biblisch. Ist das die evangelische Landeskirche? Auch nicht biblisch. In dem Sinne, also steht nirgendwo in der Bibel, dass man die evangelische Landeskirche gründen sollte oder die katholische Kirche. So, die Bibel selbst. Schlag sie auf, lies, guck, nimm Kontakt zu Jesus Christus auf. Ich meine, was hast du zu verlieren? Ja, wenn du es für dich alleine machst, hast du erstmal gar nichts zu verlieren, weil das kriegt keiner mit. Da geht es nicht um Stolz und um Hochmut, sondern da geht es darum, lässt du dich auf dieses Experiment ein? Sagst du, okay, ja, was habe ich zu verlieren? Stimmt. Mir geht es schlecht seit langer Zeit und ich habe vielleicht auch Vorurteile gegenüber Religion, gegenüber Kirchen. Ja, habe ich auch nach wie vor. Aber ich möchte mich trotzdem öffnen für eine höhere Macht und gucken, ob es eine spezielle höhere Macht gibt, weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt nur eine höhere Macht. Mein Gott hat nichts mit Allah gemein oder Buddha ist auch schon längst tot und so. Ist kein Gott, ist nochmal eine andere Sache. Aber Jesus Christus hat auch nichts mit den hunderttausenden hinduistischen Göttern zu tun. Gar nichts. Ich will damit die Gläubigen gar nicht verunglimpfen. Es tut mir leid, letztlich, weil sie Jesus noch nicht haben. Aber ich verurteile da keinen oder sage, die muss man jetzt verfolgen. Ne? Das sind ja auch immer Vorurteile. Ich bin wiedergeborener Christ, habe eine Meinung, einen Standpunkt. Aber ich soll meinen Feind lieben, ich soll den Sünder lieben, nicht die Sünde. Das heißt, ich liebe die Menschen nach wie vor. Ich möchte mit denen ins Gespräch kommen, mit Atheisten, mit Hindus, mit Muslimen. Aber ich würde trotzdem versuchen, ihnen die Wahrheit nahezubringen. Und das ist Jesus Christus.